Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem DAktionär TV-Interview. Von Angriffsstimmung auf das Allzeithoch im DAX ist heute am deutschen Aktienmarkt nichts zu spüren. Wir schauen auf die aktuelle Marktlage jetzt mit Oswald Salcher von Flatex. Herr Salcher, also bisher wurde es nichts mit dem Angriff auf das All-Time-High im DAX. Besteht jetzt nicht vielleicht sogar eher die Gefahr, dass wir doch nochmal vielleicht deutlich nach unten korrigieren? Ja, Marco, das ist nicht ganz auszuschließen, wenngleich wir uns charttechnisch das mal angeschaut haben und sehen nach unten hin eigentlich bei 12.200 eine massive Unterstützung. Und gerade vorher haben wir dann mal ein bisschen in diese Richtung angetestet und der DAX ist dann wieder nach oben, aktuell bei 12.238. Also der erste Angriff nach unten hin hat standgehalten. Kann gut sein, dass wir die Marke vielleicht heute nochmal testen. Aber an und für sich ist die relativ stabil und wie ich heute Morgen schon gesagt habe, die Rahmenbedingungen sind relativ konstant gleich geblieben. Also wir haben immer noch einen verhältnismäßig schwachen Euro, der in den letzten Tagen und Wochen eben deutlich schwächer geworden ist und auf diesem recht niedrigen Niveau verharren wir schon seit Tagen. Also das passt eigentlich ganz gut für den DAX und sonst gibt es kaum Störfeuer. Eher ist es momentan so ein bisschen, dass wir lethargisch sind und abwarten eben, ob Donald Trump und der chinesische Präsident, ob die da irgendwas auspalobern oder ob man da irgendwelche neuen Erkenntnisse über die Zukunft der wirtschaftlichen Zusammenarbeit erkennen kann. Das wird in den nächsten Tagen stattfinden, deswegen warten wir da mal ab. Ansonsten gibt es eigentlich nicht wirklich was Neues. Es gibt keine Unternehmensmeldungen momentan, keine großartigen Arbeitslosenzahlen oder sonst Wirtschaftsindikatoren. Also gerade auf der Nachrichtenseite ein bisschen langweilig und deswegen passiert auch nicht wirklich viel. Kann aber gut sein, was ich gestern schon gesagt habe, dass Amerika wieder durchstartet. Wir haben es gestern gesehen im Chart, dass sie plötzlich am Nachmittag wieder die amerikanischen Börsen aufgemacht haben, Schwung reinkam in den Dow Jones und dass der den DAX mittreibt. Gestern hat es nicht funktioniert, aber vielleicht klappt das ja heute, dass wir den DAX ein bisschen mehr mitreißen. Wie gesagt, es fehlen ja nicht so viele Punkte. Zu schaffen ist das allemal, 150 Punkte noch einmal gut zu machen. Aber heute glaube ich zumindest nicht, dass wir das All-Time-High noch einmal sehen werden. Schauen wir detailliert noch auf den Dow Jones. Welches Szenario erwarten Sie heute hier? Also zwei Sachen. Entweder es bleibt langweilig, so wie es ist, oder wir haben noch einmal diesen Angriffsversuch wie gestern, dass wir also wirklich am Nachmittag, sobald die Börsen offen sind, noch einmal Schwung bekommen. Gestern ein bisschen getrieben durch den Ölpreis und sowas Ähnliches könnte heute auch passieren, denn gestern ist der Ölpreis gestiegen und heute ist er eigentlich tendenziell auch im Plus. Also das kann sein, dass der steigende Ölpreis, der ja sehr stark den Dow Jones beeinflusst, ihm heute noch einmal einen Anschub gibt, vielleicht noch einmal 100 Punkte nach oben treibt. Genau das habe ich vorher gesagt. Das könnte dann auch den DAX mitreißen. Das wäre das Wunschszenario. Wir haben dieses Szenario schon sehr oft gesehen, also dass DAX über der Dow Jones kaum von der Stelle tritt. Er macht ja offiziell auch erst um 15.30 Uhr auf und dann, wenn die amerikanischen Börsen offen sind, dass dann noch einmal richtig Schwung reinkommt. Insgesamt, meine Kollegen haben das einmal recherchiert, sehen wir normalerweise über die Osterfeiertage, also vor allem nächste Woche, immer eine sehr gute Entwicklung, sowohl vom DAX als auch vom Dow Jones. Das heißt, wenn es diese Woche nicht klappt, nächste Woche sollte es bestimmt klappen. Wir schauen unterdessen auf ein paar Einzeltitel. Die deutschen Banken, die haben jetzt ja mehrere Tage hintereinander geschwächelt. Heute ist allerdings die Commerzbank unter den Gewinnern im DAX. Wie sehen denn Ihre Kunden die Chancen der Banken und eben im Speziellen die der Commerzbank? Also grundsätzlich sind die europäischen Banken und auch die speziell die deutschen Banken, glaube ich, im Vergleich zu den amerikanischen Banken total günstig bewertet, wenn man sich das mal so anschaut. Also von KGV kann man bei Banken, die Verluste machen, ja nicht wirklich sprechen. Aber zumindest wenn man den Substanzwert anschaut, dann ist der deutlich unter, bei den Amerikanern deutlich unter den aktuellen Bewertungen. Und umgekehrt ist es bei den europäischen Banken so, dass der Substanzwert deutlich über der aktuellen Bewertung ist. Also das bedeutet, dass eigentlich, wenn man sie jetzt abwickeln würde, ohne Berücksichtigung der juristischen Verfahren, die die Deutsche Bank zum Beispiel noch hat, dass die deutlich mehr wert werden. Und so gesehen sehen wir definitiv bei deutschen Banken ein Aufholpotenzial, massives Aufholpotenzial, auch im Hinblick auf zukünftige Zinserhöhungen vielleicht haben die deutschen Banken Potenzial. Und mehr Potenzial sehen wir eigentlich bei der Commerzbank, denn die Commerzbank hat deutlich weniger Leichen im Keller im Unterschied zur Deutschen Bank und hat also mit dem Sanierungsprozess etwas früher begonnen. Das sehen wir insgesamt positiv. Jetzt haben wir auch gesagt, dass wir eigentlich glauben, dass man die Commerzbank schon kaufen kann,
Man kann allerdings ein bisschen warten auf den nächsten Rücksetzer. Jetzt gab es den in den letzten 5 Tagen, wie Sie schon gesagt haben. Da haben die deutschen Banken massiv verloren oder massiv zumindest ordentlich 5 Tage hintereinander. Heute hat der Trend gedreht, auch rechtzeitig genau bei der 21-Tage-Linie kurz angeditscht und jetzt geht es wieder nach oben. Das heißt, bei 8,50 Euro ist eine Commerzbank, glaube ich, momentan ganz günstig und viel tiefer als 6 Euro werden wir die Commerzbank hoffentlich in unserem Leben nicht mehr sehen. Also insgesamt ein ganz guter Zeitpunkt, kurzfristig einzusteigen. Und wie gesagt, die Commerzbank sehen wir aktuell gerade als die bessere der beiden deutschen Großbanken. Heute Vormittag haben wir schon über Amazon gesprochen, eine Aktie, die nur eine Richtung kennt, nach oben. Und ähnlich sieht es auch bei Apple aus. Da wollen wir jetzt drauf schauen. Spätestens seit Mitte November geht es hier ordentlich ab. Da stellt sich jetzt natürlich auch hier die Frage, wie weit kann es noch gehen und soll man aktuell rein oder vielleicht schon wieder raus aus der Position? Ja, das Gleiche gilt, was ich heute Morgen schon gesagt habe. Man kann teuer kaufen und noch teurer verkaufen, denn ja, auch Apple ist ordentlich gelaufen, ordentlich gut gelaufen. Und wenn man sich den Chart nochmal anschaut, dann sieht man eben Anfang Februar, als die Quartalszahlen bzw. die Jahreszahlen von 2016 verkündet worden sind, da hat Apple mit guten Zahlen geglänzt und ist noch einmal nach oben gesprungen. Und viele haben da schon die Nerven verloren, weil sie gesehen haben, okay, das Kursziel ist erreicht, ich muss raus. Und da waren wir bei ungefähr 128, aktuell stehen wir bei 144. Also man sieht, es geht in die richtige Richtung. Man muss da nicht raus. Also wenn man drinnen ist, kann man auf jeden Fall drinnen bleiben. Ich habe 2 Indikatoren eingezeichnet, die 200-Tage-Linie, mehr oder weniger nur zur Orientierung, dass wir sehr, sehr weit davon entfernt sind, und den exponentiell gleitenden Durchschnitt, EMA 50 heißt der in meinem Chart, also die 50-Tage-Linie. Und da sieht man, dass wir auch deutlich drüber sind. Ich habe das aber weniger deswegen verwendet, sondern vielmehr dafür, die EMA 50-Linie sozusagen als Trailing-Stop oder als Stop-Loss zu verwenden. Das heißt, wenn man momentan investiert ist in Apple, aktuell stehen wir seit gestern bei 144,70 und dann würden wir jetzt aktuell raten, dass man den Stopp so bei 138 hinsetzt und immer schön mitzieht mit dieser EMA 50-Linie. Und dann schauen wir mal, wie weit das geht. Also nach oben hin ist nur das Sky-the-Limit, könnte man sagen. Also einfach laufen lassen, Stopp nachziehen und abwarten. Und wenn man jetzt rein möchte, dann kann man auch jetzt noch einsteigen und auch diese EMA 50-Linie gleich als sofortigen Stopp verwenden. Das heißt, sollte es doch drehen und man falsch liegen, dann wird man halt wieder ausgestoppt, aber man hat es zumindest versucht. Aber für die, die rechtzeitig eingestiegen sind, nämlich im November letzten Jahres, die haben eine große Freude und die Freude kann noch viel, viel größer werden. Oswald Salcher, dann vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Soweit also mein Marktgespräch mit Oswald Salcher von Flatex. Seien Sie beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei.